Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Medienkonferenz zum Thema, wie soll es auch anders sein, Coronavirus. Ich möchte kurz durch die Fallzahlen gehen in den einzelnen Ländern und einfach aufzeigen, wie sich für uns die Situation im Ausland präsentiert. Wir sehen in Italien, wenn man mit gutem Willen diese Kurve anschaut, ein Abflachen des Anstiegs. Das ist für mich ein positives Zeichen. Und ich denke, das sollte man auch langsam sehen, denn in Italien sind diese harten Maßnahmen jetzt doch schon seit einiger Zeit in Kraft und müssten auch jetzt ihre Wirkung zeigen. Wenn wir Österreich und die Schweiz anschauen, dann haben wir in der Schweiz mittlerweile einen linearen Anstieg und kaum mehr einen exponentiellen. Das ist für mich auch ein gutes Zeichen, aber Sie sehen, es ist immer noch ein steiler Anstieg. In Österreich beobachten wir auch, dass die Kurve weniger stark steigt als noch vor 7-8 Tagen. Und das ist wahrscheinlich auch eine Folge dieser Maßnahmen. Aber auch in Österreich steigt sie noch. Wenn wir uns die logarithmische Darstellung anschauen, in der eine Gerade ein exponentielles Wachstum darstellt, dann sehen wir, dass wir in allen Ländern Europas eine Abflachung sehen und dass sich die Situation hier schon verbessert. Aber eben, es ist überall noch eine deutliche Steigerung. Und das sind die Zahlen der gemessenen Erkrankungen. Mit einigem Abstand folgen dann die schweren Erkrankungen und schließlich dann die Todesfälle in diesen Ländern. In Liechtenstein sind wir in einer vergleichsweise glücklichen Lage noch. Wir haben kein exponentielles Wachstum mehr. Wir sind auch schon ins Lineare übergegangen. Aber wir messen jeden Tag ungefähr, also in den letzten beiden Tagen sind es 4 Personen gewesen, die neu dazugekommen sind. Und wenn man sich jetzt diese Grafik anschaut, dann kann man leicht dazu verleitet sein zu sagen, ja, das ist ja schon alles vorbei. Es ist ja schon alles gut, der Berg ist abgebaut, der war da irgendwo so am 18. März. Und das wäre eine grobe Täuschung, das anzunehmen. Wir haben Personen in unserem Land, die tragen dieses Virus und es gibt Vermutungen, dass die Dunkelziffer eben sehr hoch ist. Wir versuchen natürlich, möglichst viele zu testen, damit wir möglichst viele erwischen und auch sagen können, dass sie sich in Selbstisolation begeben. Und wir dürfen aber nicht nachlassen. Wir dürfen jetzt nicht, weil die Sonne schön ist und die Maßnahmen schon 2 Wochen dauern, sagen, ja, jetzt ist dann alles vorüber, jetzt können wir dann wieder normal weiterleben. Das wäre ein grober Fehler derzeit. Es würde einfach dazu führen, dass wir eine große Ausbreitungswelle bekämen. Also nochmals, in den Nachbarländern sagt man, es ist ein Marathon und das stimmt auch, es ist ein Marathon. Wir haben noch nicht die Hälfte zeitlich, nicht einmal die Hälfte mitgemacht dessen, was wir noch machen müssen. Es wird hart sein, das alles durchzuhalten, was wir jetzt erdulden müssen. Und ich bin sehr dankbar, dass die Bevölkerung aktiv und gut mitmacht und auch mit Maß und Verstand diese Maßnahmen umsetzt und offenbar, wie wir sehen, wirksam umsetzt. Aber es braucht wenig, um ins exponentielle Wachstum zu kippen. Wenn eine Disziplinlosigkeit einsetzt oder nur eine größere Veranstaltung illegalerweise durchgeführt wird, dann könnte dies ein exponentielles Wachstum triggern. Exponentielles Wachstum ist wie ein Pulverfass. Es braucht nur einen Funken, um es auszulösen, und dann haben wir ein größeres Problem. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, wie wir mit den Fällen umgehen. Unser Glück, nur so wenige Fälle zu haben, erlaubt uns ein, ich möchte fast sagen, weltweit einzigartiges Vorgehen mit einem extremen Aufwand. Die Telefonhotline wird seit Montag durch die Ärzteschaft geführt, also dort, wo man anruft, wenn man Symptome hat und selbst den Verdacht hat, dass man infiziert werden könnte. Wir haben seit Montag ebenso eine Drive-Thru-Anlage im Betrieb. Die wurde organisiert in Kooperation mit der Ärztekammer, dem Spital und dem Ministerium. Das funktioniert alles sehr gut. Da sind jeweils 3 Personen vor Ort, von morgens 8 bis abends um 6. Sie wird sehr gut angenommen
Und wir hatten jetzt schon einige Tests dort, aber wir sehen weder ein starkes Anwachsen der Tests noch ein starkes Abflauen der Tests. Also es ist praktisch konstant übergegangen vom Landesspital zu dieser Drive-Thru-Anlage. Wenn ein Fall positiv getestet wird, dann ruft das Amt für Gesundheit diese Person an, erklärt ihr die Maßnahmen für die Selbstisolation und für die Selbstquarantäne der Familienmitglieder, ermittelt epidemiologische Daten, können Sie sich vorstellen, wo Sie sich angesteckt haben, wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, sind Sie im Gesundheitswesen tätig, das wäre dann ja besonders schwierig für so eine Person. Und es wird natürlich auch gefragt, ob Hilfe nötig sei für diese Selbstisolation, also ob jemand aufgeboten werden muss, der einkaufen geht für diese Person und so weiter. Das ist eine sehr persönliche Ansprache, die da stattfindet, und nach 10 Tagen wird wieder angerufen, um zu fragen, ob jetzt diese Selbstisolation beendet werden kann. Die positiven Fälle werden auch dem Landesspital gemeldet. Und es wurde festgestellt, besonders in Italien, wenn man Menschen in Selbstisolation geschickt hat, dann sind die dort einfach verblieben, und auch wenn sich ihr Zustand verschlechtert hat, haben sie sich nicht mehr gemeldet, weil sie sich einfach an die Anweisung gehalten haben, bleib zu Hause und isolier dich selbst. Es ist aber zu Fällen gekommen, die zu lange zu Hause geblieben sind und deren Krankheitsverlauf sich so verschlechtert hat, dass die als schwerkranke Personen erst wieder sich dem Spital präsentiert haben und aufgenommen wurden. Deshalb ruft das Spital alle 48 Stunden jeden einzelnen Erkrankten an und fragt nach seinem Befinden. Und wenn der Verdacht besteht, dass die Krankheit sich verschlechtert oder der Zustand sich verschlechtert und die Krankheit sich verschlimmert, wird diese Person sofort aufgeboten und im Spital untersucht und daraufhin geprüft, ob diese Person im Spital aufgenommen werden muss. Sie sehen also, wir treiben einen riesigen Aufwand für jeden Fall, und das finden wir auch gerechtfertigt, weil das eben der weiteren Verbreitung der Krankheit entgegenwirkt. Auch beim Testen. Wir sind beim Testen sehr, sehr großzügig. Aber es gibt eine Linie, die wir nicht überschreiten. Wir testen keine symptomlosen Fälle. Wie ich schon mehrfach gesagt habe, das macht keinen Sinn. Und wir testen auch nicht Reisewillige, die einfach sagen, ich brauche einen Test, um nach Österreich zu reisen. Das machen wir nicht. Jetzt soll man nicht reisen. Das ist der Zweck dieser Vorschrift. Und das müssen wir, und dessen müssen wir uns ganz im Klaren sein. Wir beschäftigen uns auch mit Szenarien, auch mit recht üblen Szenarien, und treffen dafür Vorbereitungen in der Hoffnung, dass diese Szenarien nie eintreten mögen. Aber wir müssen uns dieser Frage stellen und wir müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen. Ich habe es schon erwähnt, die LAK Mauern soll im Notfall dann als Erweiterung des Spitals dienen. Wir konnten ebenso mit dem Klinikum Alpinum einen Weg finden, dass es für die Übergangspflege von Personen, die aus dem Spital entlassen werden, nicht Corona-Fälle, sondern andere, die gibt es ja auch noch derzeit, dass es als Stelle für Übergangspflege dient und sozusagen als eine Erweiterung der LAK fungiert. Die nicht dringenden Operationen wurden zurückgestellt. Das Spital ist fast leer. Wir haben dort nur noch die Notfälle und die dringenden Fälle. Wir haben Kapazitäten und Plätze geschaffen für diese Covid-Erkrankten. Es sind 5 Beatmungsplätze eingerichtet. Wir können noch weitere einrichten, sollte dies nötig sein. Derzeit wird keine Person beatmet, also die Plätze sind nur dort auf Vorrat. Wir haben Sanitätssoldaten angefordert und der Bundesrat hat dieser Anforderung stattgegeben. Die Frau Innenministerin wird nachher konkreter zu dieser Anforderung Stellung nehmen. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Frage, wie kommen wir wieder raus aus dem Ganzen? Weil wir müssen das Land ja wieder in einem gezielten Modus irgendwie einschalten. Und das ist eine sehr schwierige Frage. Denn machen wir dort Fehler, gefährden wir Menschenleben. Also müssen wir uns das sehr genau überlegen, in welchen Schritten wir welche Maßnahmen wieder rückgängig machen, damit wir möglichst wenig Gefahr, möglichst wenig Risiko eingehen. Ja, wir fahren weiter unsere Kampagnen und sagen weiterhin, man soll zu Hause bleiben. Das wurde oft missverstanden, wie ich feststellen konnte. Wir sagen durch den Leuten, bleibt zu Hause, und meinen damit, macht keine unnötigen Wege. Aber
wenn man unter Wahrung aller Vorsichtsmaßnahmen spazieren geht und rausgeht an die frische Luft, dann ist das eine gute Sache und natürlich nicht verboten. Aber eben, man soll sich nicht mit anderen Menschen treffen, die man sonst nicht trifft. Man soll mit Leuten aus dem eigenen Haushalt spazieren gehen oder dann unter Wahrung der nötigen Abstandsvorschriften. Gut, damit wäre ich am Ende meiner Präsentation. Jetzt übergebe ich gerne das Wort an die Frau Innenministerin. Ich möchte sagen, dass die übliche Medienmitteilung, die wir um 17 Uhr veröffentlichen, heute etwas später kommt. Aber ich darf Ihnen mitteilen, wir haben jetzt momentan 72 positiv getestete Fälle. Dankeschön. Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, in Anlehnung an die Ausführungen des Gesundheitsministers, der ausgeführt hat, dass es in unserer Verantwortung liegt, uns auf hoffentlich nicht eintretende Szenarien, aber trotzdem gezielt vorzubereiten, dass, wenn sie wie nicht erhofft eintreten, wir dann auf diese Situationen eingestellt sind. Das ist auch eine zentrale Aufgabe im Innenministerium, denn mindestens so eine große Herausforderung wie die Sicherstellung von Infrastruktur für bildet auch die Sicherstellung des Personals, um diese Infrastruktur dann mit Pflegepersonal und dem dazugehörenden Personal betreiben zu können. Hierbei kann unser Land auf das Personal des Spitales und der liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe, aber auch auf einen großen Pool von Freiwilligen zurückgreifen, welche sich in den vergangenen Wochen spontan gemeldet haben. Eine wichtige Stütze dabei kommt auch den Samaritervereinen unseres Landes zu, deren Mitglieder sich derzeit im Rahmen von Schulungen auf Unterstützungsleistungen, wie sie bei der Behandlung von Covid-Patienten dringend benötigt werden, vorbereitet werden. Da das Ausmaß der Pandemie, wie eingangs ausgeführt, derzeit noch nicht abschließend abgeschätzt werden kann und die Personalressourcen in Liechtenstein trotz Samariter und Freiwilligen im Land selbst begrenzt sind, neben dem professionellen Personal im Spital und bei der liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe und auch bei der Spitex, hat die Regierung, wie wir sie bereits informiert haben, bereits vor mehreren Tagen auf der Grundlage des mit der Schweiz abgeschlossenen Hilfeleistungsabkommens ein Hilfsbegehren eingereicht. Im Rahmen dessen um zusätzliches Personal zur Unterstützung des Gesundheitswesens gebeten wurde. Wir haben heute Nachmittag vom Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft die Antwort auf unser Ersuchen um Unterstützung gemäß diesem Abkommen erhalten. Die Schweizerische Eidgenossenschaft teilt uns mit, dass die Armee in der Lage ist, im Bereich der subintensiven Pflege, dem Gesuch Liechtensteins, für die Betreuung von Patienten zur Entlastung von unserem medizinischen Personal zu entsprechen. Konkret heißt das, die Schweiz stellt im Bedarfsfall dem Fürstentum Liechtenstein Sanitätssoldaten zur Verfügung, welche im Spital in Vaduz oder aber am zweiten Behandlungsstandort, falls dieser benötigt wird, in Mauren zum Einsatz kommen. Diese Soldaten werden dann von unserem Führungsstab angefordert, wenn die landeseigenen Personalkapazitäten an ihre Grenzen gelangen. Um diesen möglichen Einsatz vorbereiten zu können, werden sich in den nächsten Tagen Vertreter der Armee vor Ort ein Bild über ihre allfälligen künftigen Einsatzorte verschaffen, sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut machen. Und ebenfalls werden die Sanitätssoldaten im Landesspital und in der LAK im Rahmen von Einführungstagen mit und auf ihren Einsatz vorbereitet. Nach diesem Ausbildungsgang kehrt dann die Armee wieder nach Frauenfeld zurück. Und wann die Armee und ob die Armee definitiv zum Einsatz kommt, hängt von der Lageentwicklung respektive dem Erreichen der aktuellen Spitalkapazitäten ab. In der Geschichte unseres Landes ist das ein einmaliges Ereignis. Die Bereitschaft für Hilfeleistungen in herausfordernden Zeiten wie diesen ist anerkennender Ausdruck der tiefen Verbundenheit unserer beiden Länder. In Krisen, wie wir sie derzeit erleben, zeigt sich die tiefe historische Verwurzelung der Schweiz und des Fürstentums Liechtensteins
auf besondere Weise. Wir arbeiten im Bereich des Krisenmanagements seit Wochen, Tag und Nacht, eng zusammen. Wir sind auf die unverzichtbare Expertise des Bundesamtes für Gesundheit angewiesen. Der Bundesstab für Bevölkerungsschutz, welcher die zuständigen Stellen in Liechtenstein im Rahmen der Informationsbeschaffung und Informationsaufbereitung täglich unterstützt, ist essentiell wichtig. Das Ressourcenmanagement des Bundes, auf welches das Land bei der Beschaffung von Schutzmaterialien ebenfalls zurückgreifen kann, ist von großem Wert. Auch gilt ein besonderer Dank an die enge Informations- und Zusammenarbeit in unserer beiden Nachbarkantone St. Gallen und Graubünden. Für mich sind die Erfahrungen der letzten Wochen verbunden mit vielen Momenten von großer Dankbarkeit und ich bedanke mich herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit. Wir haben es vorher bei den Ausführungen des Gesundheitsministers gehört. Wir befinden uns derzeit in einem Spannungsfeld. In einem Spannungsfeld zwischen Eventualplanung für den äußersten Notfall, wo wir hoffen, dass dieser nicht eintritt, und gleichzeitig sind wir aktiv daran, Maßnahmen zu erarbeiten, welche genau verhindern sollen, dass dieses Szenario nicht eintreten wird. Es ist mir deshalb ganz wichtig, dass ich heute auch als Bildungsministerin auf Maßnahmen, die die Regierung heute beschlossen hat, eingehen kann. Denn wir wissen alle, dass die Schließung der Schulen eine sehr eingreifende Maßnahme in der Bekämpfung des Coronavirus darstellt. Es ist mehr als 2 Wochen her, dass wir die Schulen abrupt schließen mussten. Es werden auch schon Elternumfragen gemacht und erstaunlicherweise zeigt sich, dass diese massive Umstellung sehr gut angelaufen ist. Es gebührt allen erneut meinen größten Dank für diese unkomplizierte und pragmatische Art der Zusammenarbeit. Wichtig ist, und das spüren wir auch in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, mit den Schulleitungen, aber auch bei der Hotline im Schulamt, es stellen sich derzeit gerade zu der Entwicklung der Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler viele Fragen. Die Regierung hat mit ihren heutigen Entscheidungen Rahmenbedingungen geschaffen, die immer dem Grundsatz folgen, dass kein Kind und kein Jugendlicher in der Schullaufbahn durch diese Situation beeinträchtigt werden soll. Mit den getroffenen Entscheidungen will die Regierung auch Klarheit für die Eltern und deren Kinder schaffen und möchte auch auf die wichtigsten und dringendsten Fragen, die tagtäglich an uns gewendet werden, eingehen. Sie erlauben mir deshalb kurz ein bisschen eine ausführliche Information zu den getroffenen Maßnahmen in den Schulen, weil es ist mir wichtig, hier wirklich gezielt auch in Bezug auf die Elternfragen Antworten geben zu können. Die öffentlichen Schulen werden während den Osterferien auch nach vielen Rückmeldungen von den Eltern ein zeitlich reduziertes, freiwilliges Fernangebot für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen. Damit nehmen die Schulen ihre Verantwortung in dieser einmaligen und besonders herausfordernden Zeit wahr und entlasten so die Familien und unterstützen die Kinder und Jugendlichen in der Tagesgestaltung, wofür ich mich vielmals bedanke. Das Fernangebot umfasst ein zeitliches Ausmaß von 10 Stunden pro Woche auf der Ebene der Kindergärten und Primarschulen bzw. 15 Stunden für die übrigen Schulen. Analog ähnlicher Angebote der Schule, wie sie bereits in den Wahlfächern stattfinden, sollen hier keine schulbahnrelevanten Inhalte vermittelt werden. Wichtig ist, dass die musischen, kreativen, gestaltischen Fächer hier Inputs liefern können, um den herausfordernden Alltag, wenn der Wunsch besteht, bereichern zu können. Die Fernangebote werden von den Schulleitungen organisiert und das Lehrpersonal steht den Eltern auch während den Osterferien im notwendigen Ausmaß zur Verfügung. Wie im Schulferienkalender angekündigt, sind der Mittwoch kommende Woche, der 8. April, und der Donnerstagmorgen, der 9. April, unterrichtsfrei.
Diese beiden Tage waren ursprünglich für die Weiterbildung der Lehrpersonen zur Einführung des neuen Liechtensteiner Lehrplans vorgesehen. Aufgrund der besonderen Situation werden diese beiden Tage nun dafür eingesetzt, ein Fernangebot für die Osterferien aufzustellen und einen anfälligen Fernunterricht nach den Osterferien zu koordinieren und vorzubereiten, falls dieser notwendig wäre. Es wird alles daran gesetzt, dass die Corona-Krise möglichst keine negativen Auswirkungen auf die Schullaufbahn unserer Schülerinnen und Schüler hat. Um diesen Grundsatz zu verfolgen, werden alle Verfahren und Entscheidungen entsprechend angepasst. Die Regierung hat heute entschieden, dass die Übertrittsprüfungen von der Primarschule in die Sekundarstufe sowie von der Ober- in die Realschule bzw. von der Realschule ins Gymnasium neu am Mittwoch, den 6. Mai 2020, stattfinden werden. Übertrittsprüfungen sind nur in diesen Fällen notwendig, bei welchen Eltern mit der Primarschule keine Einigkeit erzielen konnte, beziehungsweise bei fehlender Empfehlung der Schule. Aber diese Prüfungen werden auf Wunsch hin stattfinden. Auch die Maturitätsprüfungen und die Berufsmaturitätsprüfungen sollen noch vor den Sommerferien stattfinden. Die notwendigen Präsenzprüfungen finden selbstverständlich unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Distanzmaßnahmen statt. Wichtige Entscheidungen mussten auch zu Fragen betreffend den Schulzeugnissen und die Beförderung in die nächsthöhere Klasse getroffen werden. Die Regierung hat entschieden, dass Ende Schuljahr an den Primarschulen, den Ober- und Realschulen sowie am Liechtensteinischen Gymnasium und der Berufsmaturitätsschule Liechtenstein wie gewohnt Schulzeugnisse abgegeben werden. Beurteilt wird das ganze Schuljahr 2019-2020, einschließlich des Fernunterrichts. Dieser folgt nicht im Rahmen von herkömmlichen Prüfungen, sondern in angepassten und förderorientierten Formen. Auch beim Fernunterricht sind gerade im Oberstufenbereich Lernkontrollen wichtig, jedoch mit einem vermehrten Augenmerk darauf, den Lernprozess von Schülerinnen und Schülern mit Feedbacks zu unterstützen und Lerndialoge zu führen. Erreicht eine Schülerin bzw. ein Schüler der Ober- und Realschule bzw. des Gymnasiums den Promotionsschnitt, also den notwendigen Notenschnitt zur Beförderung in die nächsthöhere Klasse nicht, so wird sie bzw. er aufgrund dieser besonderen Umstände jedoch trotzdem in diesem Schuljahr automatisch in eine höhere Schulstufe befördert. Aufgrund der außerordentlichen Lage hat die Regierung entschieden, dass dieses Schuljahr aufgrund dieser Situation keine Schülerin und kein Schüler sitzen bleiben soll. Eine Ausnahme hiervon bildet die Zulassung zur Matura, wofür weiterhin der entsprechende Notendurchschnitt benötigt wird. Hinsichtlich der Erfahrungsnoten, welche für die Matura relevant sind, sind Regelungen in Erarbeitung. Das Gymnasium und die Berufsmaturitätsschule werden die betreffenden Schülerinnen und Schüler rechtzeitig informieren. An der Berufsmaturitätsschule ist die Präsenzpflicht für die Promotion im zweiten Semester aufgehoben. Die Leistungsbeurteilung aus dem Fernunterricht fließt regulär in die Ermittlung der Erfahrungsnoten für die Berufsmaturität ein. Die Berufsmaturitätsschule verwendet dafür geeignete Formen wie Projekt- und Facharbeiten, mündliche Beurteilung in Videokonferenzen und spezielle Prüfungsformate. Auch die Berufsmaturitätsschule führt während der Osterferien die Programme in Folge von Projekttagen, welche ein Teil des Ausbildungsprogramms sind, im Fernunterricht weiter fort. Eine freiwillige Wiederholung ist natürlich trotz der automatischen Beförderung, wie sie heute die Regierung beschlossen hat, in die nächsthöhere Schulstufe möglich. Auf Gesuch hin kann die Schulleitung eine freiwillige Wiederholung der Schulstufe bewilligen. Ebenso kann das Schulamt eine freiwillige Umteilung vom Gymnasium in die Realschule bzw. von der Realschule in die Oberschule bewilligen. Auf der fünften Stufe der Primarschule ist jedoch eine freiwillige Wiederholung weiterhin nur möglich, wenn die gesetzlichen Kriterien erfüllt sind. Gesuche für eine freiwillige Wiederholung der Schulstufe oder einer freiwilligen Umteilung sind bis spätestens am 29. Mai dieses Jahres bei der Schulleitung bzw. beim Schulamt einzureichen.
Auch wenn noch nicht klar ist, ob der Unterricht nach den Osterferien als Fernunterricht oder wieder im normalen Schulbetrieb durchgeführt werden kann, ist es für alle im Schulwesen wichtig, welche Regeln für die Beurteilung, die Übertrittsprüfungen, die Abschlussprüfungen und am Schuljahresende für die Benotung und die Entscheide über das Aufsteigen in die nächste Schulstufe gelten. Für die Berufsabschlussprüfungen und teils auch für die Maturitätsabschlussprüfungen sind noch detailliertere Entscheide mit den schweizerischen Gremien zu koordinieren. Wir sind aber aktiv im Austausch mit den Schweizer Behörden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Familien und Schulen für ihre Unterstützung bei der Umsetzung des Fernunterrichts und damit für das außerordentliche Engagement zur Bewältigung der Krise. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben gute Gesundheit. Ich möchte noch kurz ergänzen im Namen des Regierungschefs und des Vizeregierungschefs. Die Regierung beschäftigt sich derzeit mit einem Wirtschaftspaket 2. Sie werden Gelegenheit haben, es kennenzulernen und Ihre Fragen dazu stellen in einer Medienkonferenz, die für Freitagnachmittag geplant ist. Dabei geht es darum, dass der Regierungschef als Finanzminister in seinem Ministerium sich mit den Kreditbürgschaften beschäftigt und der Vizeregierungschef als Wirtschaftsminister beschäftigt sich mit den Unterstützungsmaßnahmen, die im Bereich der Kurzarbeit und der Unterstützung von Kleinunternehmen angedacht sind. Da wird es neue Maßnahmen geben und die werden dann am Freitag vorgestellt. Ja, dann möchte ich die Runde öffnen für Fragen. Bitte. Vielleicht eine Verständnisfrage zu den Sanitätssoldaten. Sie haben ein schönes Fremdwort benutzt. Zu welchem Zweck kommen Sie, würden diese nach Liechtenstein kommen? Ganz wichtig ist beim Einsatz der Armee, das habe ich mehrfach ausgeführt, dass es ein unbewaffneter Einsatz ist. Sprich, wir würden, wenn wir auf die Hilfeleistung der Armee zurückgreifen würden, ausschließlich auf ausgebildetes oder innerhalb der Armee ausgebildetes Pflegepersonal zurückgreifen. Der Einsatz, wie und an welchem Ort sie im medizinischen Bereich eingesetzt werden, wird sehr stark koordiniert mit dem Gesundheitswesen, mit dem Spital und der LAK. Und es soll dort gezielt eben wirklich auch in den nächsten Tagen geklärt werden, in welchem Bereich welche Aufgabenkompetenzen und Verantwortungen dann in der gemeinsamen Bewältigung, wenn das Szenario, was wir nicht hoffen, eintreffen würde, wie das ausgestaltet werden würde. Ja. Also unser allergrößtes Ziel ist es, immer genügend Kapazität im Spitalbereich zu haben. Und wir wissen nicht, wie es kommt. Wir müssen flexibel reagieren und haben verschiedene Vorstellungen von Szenarien, aber es kann auch ganz anders kommen. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir ein sehr flexibles Setup haben und diese Sanitäter, oder Sanitätstruppen dort eingesetzt werden müssen und können, wo dann eben Not am Mann ist. Und das ist eben leider ist die Frage halt nicht so eindeutig zu beantworten. Sie wäre eindeutig zu beantworten, wenn wir wüssten, wenn wir genau wüssten, was auf uns zukommt. Aber das wissen wir eben nicht. Wir hoffen alle, dass wir die Erweiterung der Spitalkapazitäten nicht brauchen. Aber wir müssen uns mit diesen Szenarien befassen und wir müssen Vorkehrungen treffen und deshalb auch dieses Gesuch an die Schweizerische Eidgenossenschaft. Können Sie vielleicht sagen, was das übelste Szenario ist und was das beste Szenario ist? Also das beste Szenario ist, dass wir mit den Kapazitäten, die wir jetzt im Spital haben, durchkommen und gut durchkommen. Und dass wir immer in der Region genügend Intensivplätze haben, damit wir nie in eine Not geraten. Üblere Szenarien sieht man jetzt in Norditalien. Die wagen wir uns gar nicht vorzustellen, aber die müssen wir uns vorstellen. Und wir bereiten uns auch auf derartige Szenarien vor. Ich möchte nicht, dass sie eintreten, aber wir müssen uns mit diesen Fragen befassen. Und wir befassen uns derzeit mit furchtbaren Fragen. Und die werden nicht eintreten, diese Szenarien, wenn sich die Menschen in Liechtenstein weiterhin so gut an diese Empfehlungen halten. Weil die Ansteckungsraten, die wir jetzt derzeit sehen, die halten wir aus, wenn es so weitergeht. Aber wenn wir nachlassen oder wenn nur ein einzelnes Ereignis dazu führt, dass wir eine große Anzahl von Menschen infizieren oder dass sie infiziert werden und sie dann wieder diese Infektion weitergeben in einem exponentiellen Prozess,
dann kann es sehr schnell sehr schlimm werden. Und wir haben es nicht im Griff. Das ist nicht so, dass wir wüssten genau, wie die Zukunft ist. Wir sind angewiesen auf die Mitarbeit und diese ist, muss ich sagen, glücklicherweise sehr, sehr gut bei uns im Land. Wir haben jetzt 72 Fälle. Wie viele davon sind im Spital? Sind zwei jetzt im Spital, ja, und keiner in Beatmung. Also sind einfach, ja, die sind dort und werden behandelt. Wie viele Patienten kann man aufnehmen, wenn das Schlimmste? Also die Isolationsabteilung am Spital hat derzeit 43 Betten. Wir hätten noch andere Betten, wenn wir sagen, das Spital ist nur noch für das gebraucht, könnten wir auch weitere rund 15 Betten mobilisieren. Und dann eben gibt es da auch die Möglichkeit der Entlastung durch die LAK-Mauern, die dann auch eingefädelt werden muss, damit die Kapazitäten jederzeit da sind. Eben wie gesagt, im Moment sind wir weit entfernt von einer Überlastung des Gesundheitswesens und wir möchten auch, dass es so bleibt. Sie haben gesagt, dass es 5 Beatmungsplätze gibt am Landesspital und einer belegt ist im Moment. Nein, keiner. Keiner ist belegt. Okay, dann meine Frage, wie viele dieser Beatmungsplätze können wir effektiv auch gleichzeitig betreiben? Das braucht ja relativ viel Personal. Ja, also die 5 sind schon so ausgelegt, dass sie gleichzeitig betrieben werden können. Aber es wird schwierig. Wie gesagt, also wir haben das Landesspital wurde umgebaut in den letzten 3 Wochen. Das ist nicht mehr dasselbe Spital. Das ist fast eine Intensivabteilung, die dort entstanden ist. Das war viel Arbeit und das sind viele organisatorische Dinge, die man eben berücksichtigen musste und auch eben diese ganze Isolationsabteilung, diese Isolationsstufen, dass das alles so funktioniert. Da musste wirklich das ganze Fachwissen zusammengenommen werden, um das zu machen. Dann noch eine Frage zu den LAK-Heimen. Also wie ist die Situation dort in den Pflegeheimen im Moment? Im Ausland hört man ja da auch Sachen, die Sorgen bereiten können. Und stimmt es, dass teilweise ein Aufnahmestopp verhängt wurde? Ja, es wurde ein Aufnahmestopp verhängt, weil wir eben diese Personen, die jetzt in Mauern sind, wenn wir Mauern benötigen würden, was wir wie gesagt nicht hoffen, dann müssen diese Personen verteilt werden auf die anderen Heime. Und dann haben wir einen Aufnahmestopp verfügt und gleichzeitig als Ventil in Gavlei die Möglichkeit geschaffen für Personen, die jetzt in Spitalpflege sind in der Schweiz und zurückgeschickt werden, weil sie, sagen wir, auskuriert sind und jetzt in eine Übergangspflege müssen. Und dafür haben wir jetzt in Gavlei Möglichkeiten geschaffen, Kooperation Gavlei und LAK. Okay, und die 24-Stunden-Pflege zu Hause, sind dort die Kapazitäten gesichert? Das ist auch ein Problem, das wir haben. Die 24-Stunden-Pflegerinnen können wie alle nur erschwert oder kaum mehr reisen oder können vielleicht einreisen und nicht mehr ausreisen. Und da sind auch im Einzelfall, müssen da Abklärungen gemacht werden. Es ist die Familienhilfe bereit einzuspringen dort in diesen Fällen, wo es nötig ist, oder es müssen andere Lösungen gefunden werden. Also hier muss individuell nach Lösungen gesucht werden. Das ist teilweise sehr schwierig, aber wir schaffen es immer gerade noch. Oder es gibt dann im Einzelfall dann immer wieder eine adaptierte Lösung und die Hilfsbereitschaft der Menschen im Land derzeit ist enorm und die hilft natürlich auch gewaltig. Bitte. In der Schweiz wurden ja teilweise auch in Kliniken Kurzarbeit für das Personal verhängt. Wie sieht das bei uns im Landesspital aus? Ja, also das Landesspital ist wie ein Abbild unserer Gesellschaft. Es gibt Teile unserer Gesellschaft, die arbeiten 7 Tage, fast 24 Stunden, und Teile unserer Gesellschaft, die haben überhaupt nichts zu tun, die dürfen nicht mal arbeiten. Und in einem Spital ist es derzeit auch so getrennt. Es gibt Leute, die arbeiten an diesem Umbau des Landesspitals, aber gleichzeitig wurden alle planbaren Eingriffe zurückgestellt. Das heißt, der Teil des Spitals, da läuft im Moment nicht sehr viel. Aber es ist auch dort, wie überall, hat es zuerst mal Überstunden abgebaut, die halt auch angefallen sind. Die letzte Zeit im Spital war auch sehr arbeitsreich, vor dieser Corona-Krise schon. Und derzeit ist nicht geplant, dass wir dort Kurzarbeit anmelden müssen. Aber in Schweizer Privatspitälern zum Beispiel, also wir haben ja nur dieses eine Spital und das muss jetzt einfach alles machen, inklusive dieser
Verfolgung der Erkrankten, die alle 48 Stunden anrufen und so weiter. Aber in der Schweiz gibt es durchaus Kliniken, die haben einfach überhaupt nichts mehr zu tun, weil sie planbare Eingriffe mehr oder weniger durchführen. Und da ist es schon verständlich, dass die auch auf das Instrument der Kurzarbeit zurückgreifen müssen, damit sie weiter existieren können. Und können Sie vielleicht noch Zahlen nennen, wie viele Personen mittlerweile wieder gesund sind? Weil das ist auch eine Frage, die sich sehr viele in der Bevölkerung stellen. Diese Frage bekomme ich oft, aber weil ich so ein wie soll man sagen, Präzisionsfanatiker bin, fällt es mir immer schwer, die zu beantworten. Ich möchte sie so beantworten. Wir gehen davon aus, dass etwas über 15 Personen geheilt sind. Aber im Ausland, man darf sich nicht täuschen, die nehmen einfach die Erkrankten und schlagen ein paar Tage dazu und ziehen sie dann von total wieder ab und sagen einfach, ja, also nach 14 Tagen oder was auch immer sind die Leute in der Regel wieder gesund. Also die gehen nicht hin und zählen jeden Gesunden. Wir rufen jeden an, aber es gibt in der Statistik immer so Ungenauigkeiten. Es sind auch Leute dabei, die vielleicht nicht im Land wohnen, die angesteckt und hier im Land getestet wurden. Und das muss man immer dann rausdividieren. Aber sagen wir mal so, um die 15 dürften schon wieder ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Und wir hatten das Glück bisher, dass wir in diesem Land milde Verläufe hatten. Also wir hatten keinen einzigen, den wir beatmen müssen. Aber eben, wie gesagt, das ist einfach Glück, weil ein bestimmter Prozentsatz entwickelt eben schwere Verläufe. Und ich sage es nochmals, es ist hart, die Prognose für schwere Verläufe ist nicht gut. Ja. Ich habe noch eine Frage an Dominik Hasler, beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig mitbekommen habe. Die Lehrabschlussprüfungen, die können stattfinden. Ist das richtig? Bei den Lehrabschlussprüfungen ist es so, dass wir derzeit sie im sehr engen Austausch mit den Schweizer Behörden stehen. Unsere Lernenden besuchen die Berufsschulen in der Schweiz und deshalb sind wir da ganz stark darauf angewiesen, dass wir die Prozesse gemeinsam abstimmen. Die derzeitige Situation ist so, dass man wirklich alles versucht, auch bei den Lehrabschlussprüfungen die Abschlüsse sicherzustellen. Aber die Gespräche sind noch im Gange. Die Gespräche sind noch im Gange. Sie müssen sich auch vorstellen, dass es natürlich die unterschiedlichsten Berufe gibt, von der Fachfrau Gesundheit bis hin zu technischen Berufen und gerade was die praktische Lehrabschlussprüfung betrifft, natürlich die Gegebenheiten zur Einhaltung der Hygienevorschriften sehr unterschiedlich sind und da muss man wirklich sehr genau die einzelnen Berufe auch anschauen und schauen, wie kann man da die jeweiligen Lehrabschlussprüfungen organisieren und somit sicherstellen. Ich hätte noch eine Frage zur Vergleichbarkeit der Zahlen. Da gibt es in der Bevölkerung auch Stimmen, die sagen, die kann man ja gar nicht vergleichen, also die Zahlen von heute und von vor 10 Tagen zum Beispiel, weil wir ja vielleicht nicht gleich viele Personen getestet haben und wer mehr testet, findet mehr. Da wäre meine Frage, ist das wirklich so? Also gibt es da eine Diskrepanz und wäre es vielleicht sinnvoll, um künftig auch täglich zu veröffentlichen, wie viele Leute haben wir heute getestet? Also wir haben am Anfang diese Testzahlen veröffentlicht, aber sie sagen dann irgendwann nichts darüber aus, sie sagen einfach etwas darüber aus, wie viele Leute es gerade im Moment einen Husten haben. Oder? Wir hatten am Anfang ein etwas strengeres Testregime, weil wir die positiven Fälle in denjenigen Personen vermuten mussten, die aus einem Risikogebiet kamen. Und damals konnte man noch sagen, was ein Risikogebiet ist. Heute ist ganz Europa fast ein Risikogebiet. Und die Kontakt hatten mit einem nachgewiesenermaßen positiv Getesteten. Am Anfang hatten wir auch nicht die Testkapazitäten. Und wenn Sie sich zurückerinnern, Ende Februar war, als das Ganze losging, war eine der ersten Maßnahmen, eine Sitzung des Stabs im Labor Risch zu machen, um sicherzustellen, dass wir die Testkapazitäten haben. Also wir haben uns sehr früh um die Erhöhung der Testkapazitäten gekümmert. Am Anfang waren das noch relativ wenige pro Tag und mittlerweile können wir sehr viele pro Tag testen. Und das war wichtig und es ist wichtig. Und es gab einen Zeitpunkt, wo wir umgestellt haben. Und das war der Zeitpunkt,
als die Skigebiete schließen mussten. Und wir davor, ein paar Tage davor, festgestellt hatten, dass wir einige Ansteckungen hatten, die Skifahrer, Skiferienrückkehrer betraf. Weil wir, Sie haben ja gesehen vor dem Prozess, es wird mit jeder einzelnen Person gesprochen und es wird gefragt, wo haben Sie sich angesteckt, können Sie sich das vorstellen? Und wir fassen das dann zusammen und da haben wir gesehen, Achtung, Skifahrer. Und da habe ich speziell die Skifahrer aufgerufen und da haben wir gesagt, so, jetzt kommt jeder mit Symptomen dran und wenn er noch sagt, er sei in den Skiferien gewesen, dann sofort. Das war wichtig, das war schon einige Wochen her, dass wir das umgestellt haben und seit da testen wir sehr viel. Bezogen auf die Bevölkerung testen wir weltweit am meisten. Nur Island, denke ich, hat uns überholt, weil die ein spezielles Programm fahren, noch zusätzlich zum staatlichen. Da gibt es eine private Firma, die macht noch ein paar andere Untersuchungen. Aber sonst sind wir weit, weit vorne. Wir testen auch viel mehr als Südkorea, das immer als Beispiel uns vorgehalten wird. Wir versuchen, jeden Fall zu identifizieren, zu finden und nachzuverfolgen. Und es ist auch psychologisch wichtig, weil wenn jemand ein positives Testergebnis hat, dann hält er sich auch viel stärker an diese Selbstquarantäne, weil dann weiß er sicher, dass er infiziert ist. Sonst kann es passieren, dass jemand nach 2 Tagen denkt, ach, alles halb so, ich langweile mich so, ist alles nicht halb so schlimm, ich gehe jetzt wieder raus. Die Frage ist, wenn wir jetzt gestern 100 Menschen getestet hätten, ich sage einfach eine Zahl, und 4 gefunden haben, und heute hätten wir 500 getestet und auch 4 gefunden, dann wäre das ja nicht quasi das gleiche Resultat, sondern es wären eigentlich im Verhältnis weniger. Das ist das, was da angesprochen wird. Also deshalb, ob man, oder testen wir konstant? Ich versuche 3 Zahlen zu verfolgen, jetzt wo wir in einer mehr oder weniger stabilen Situation sind mit diesem neuen Setup. Die Anzahl Anrufe auf der Hotline, die Anzahl Personen, die dann zum Test aufgeboten werden, nachdem sie mit einem Arzt oder einer Ärztin gesprochen haben, und dann die Anzahl der Positiven, der Anteil der Positiven. Ich habe aber noch zu wenig Zahlen, um sagen zu können, es geht ein Trend. Weil das ist für mich ein Frühwarnsystem. Wenn plötzlich viel mehr Leute bei der Hotline anrufen, viel mehr Leute Symptome haben, viel mehr Leute getestet werden, dann sieht man, dass sich da irgendwas bewegt. Also wir versuchen möglichst früh in diesen Prozessen Informationen zu sammeln. Genauso wie alle 48 Stunden anrufen durch das Spital. Das ist auch ein Frühwarnsystem. Man bekommt ein Gefühl dafür, wo gibt es Verschlechterungen. Und man kann dann früher reagieren. Also wir arbeiten mit diesen Kennzahlen, aber sie sind noch zu wenig stabil, um etwas wirklich ablesen zu können. Das braucht jetzt einfach noch seine Zeit, dass man sagen kann, sie sind stabil genug, damit man einen Trend erkennen könnte, wenn er denn käme. Im internationalen Vergleich, da haben Sie recht, muss man eben auch berücksichtigen, wie viel wird getestet. Und ein Teil des Anstiegs, den man sieht, ist, weil man sehr viel intensiver testet in den letzten Tagen und Wochen, versucht man mehr zu machen und da findet man natürlich dann auch mehr. Ich möchte gerne fragen, wir haben da 72 Fälle, wie wir gehört haben, und kann man sagen, welche Altersgruppe meistens betroffen ist? Ist es die Risiko, also die Älteren, die ab 65, oder ist das hier in Liechtenstein nicht der Fall? Also wir haben Fälle aus verschiedensten Altersgruppen, also sehr verschieden. Natürlich sind die Prognosen so, dass jüngere Leute oft fast symptomfrei oder mit wenig Symptomen die Krankheit überstehen und Ältere dazu neigen oder Leute mit Vorerkrankungen schwerere, stärkere Symptome zu entwickeln, auch wenn sie nicht sehr schwere Fälle werden. Aber wir können noch aufgrund auch unserer kleinen Zahl da nicht wirklich eine gute Statistik machen. Das sind fast Zufälle. Sind auch schon Kinder oder Jugendliche? Es hat viele junge Leute, gerade auch bei der Skifahrerei, oder? Das waren eher jüngere Leute, die aus dem Skifahren kamen. Aber die von ihnen angesteckt wurden, waren dann vielleicht andere Verwandte, Haushaltsmitglieder. Und die konnten natürlich dann jedes Alter haben. Jetzt kann man ja heute getestet worden sein und alles ist okay. In ein paar Tagen schaut es ganz anders aus. Es gibt ja keine Garantie dafür. Ja, das ist das eben das Problem. Der Nachweis des Erregers gelingt nur 1 bis 2 Tage vor Symptombeginn.
aber die Ansteckung beginnt im Schnitt 5 bis 6 Tage vor Symptombeginn, aber es kann bis 14 Tage dauern. Das heißt, es gibt eine lange Zeit, einige Tage, in der man testet, negativ getestet werden kann und trotzdem die Krankheit schon hat, also die Infektion schon hat. Und das ist eben gefährlich. Darum sagen wir, wir testen keine symptomlosen Menschen, weil die fühlen sich dann sicher, glauben, sie hätten was anderes, einen Schnupfen, eine Grippe oder halt irgendwas, und gehen dann arbeiten. Und wenn sie Symptome entwickeln, dann denken sie halt, es sei eine Grippe und stecken andere an. Es ist sehr gefährlich und darum machen wir das konsequent nicht. Die Grippe ist ähnlich. Bitte? Die Grippe ist ähnlich. Die Grippesaison geht langsam zurück, aber die Symptome können mit einer Grippe verwechselt werden, weil sie sind, es geht schon eher in Richtung Husten, aber es können auch andere Dinge sein. Sie spielen ja viele Szenarien durch, müssen das auch. Und trotzdem eben, man kann ja nicht sagen, wie es effektiv weitergeht. Aber haben Sie oder hat die Regierung schon Pläne, wann diese Maßnahmen wieder ein bisschen abgebaut werden können? Wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wie wir denn die Schritte zurückmachen. In welcher Reihenfolge und wie lange das dauern wird. Wann wir den ersten Schritt setzen, das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber man kann schon aus ganz einfachen Abschätzungen sagen, dass dieses Zurückgehen in Schritten über Monate gehen wird. Weil man wird ja wohl nach heutigem Kenntnisstand, und das möchte ich klar betonen, nach heutigem Kenntnisstand, wird man einen Schritt setzen müssen und dann vielleicht 3 Inkubationszeiten lang warten müssen, ob sich etwas bewegt. Das heißt, das sind dann fast 3 Wochen. Und dann, wenn wir stabil sind und die Ansteckungen nicht explodieren, dann könnte man den nächsten Schritt machen. Das heißt, wenn man das in 3 oder 4 Schritten macht, dann braucht man halt 3 oder 4 Mal diese 3 Wochen. Und das gibt dann schon ziemlich viel. Es ist wichtig, dass wir beim Zurückgehen zur Normalität diejenigen Maßnahmen vorziehen, die am meisten Schaden anrichten, zum Beispiel in der Wirtschaft oder in der Bildung. Aber wir müssen wissen, dass wir mit jedem Schritt, den wir rückgängig machen, auch ein bestimmtes Risiko eingehen, dass die Krankheit eben immer noch da ist, das Virus immer noch da ist und die Leute sich weiterhin anstecken können. Und das ist eben die Schwierigkeit bei diesen Entscheidungen, einen Schritt zu machen, um möglichst wenig Risiko dabei einzugehen. Und das wird dann auch mit flankierenden Maßnahmen verbunden sein. Also beispielsweise, wenn man Geschäfte wieder öffnet, die Nicht-Lebensmittel verkaufen, dass man auch dort Desinfektion macht. Oder vielleicht könnten auch Masken dort ein Mittel sein, um einfach die in einer sichereren Art diese Geschäfte wieder zu eröffnen, als man sie damals geschlossen hat. Und diese Dinge müssen wir jetzt eben durchdenken. Es ist nicht ganz einfach, aber wir müssen uns damit befassen. Aber eben nochmals die Frage, wann sagen wir fangen an mit dem ersten Schritt? Dafür ist es noch zu früh. Die Ursache ist ja nicht klar, warum das so ist. Weil wenn wir die Ursache wüssten, dann könnte man daran arbeiten. Meine Frage ist, arbeiten auch Leute in Liechtenstein an dieser Ursache? Ursache für? Was es überhaupt ist. Wir wissen ja nicht, was für eine Ursache ist. Es ist ein Feind, wo wir nicht sehen und nicht nur spüren im Endeffekt. Ja, man weiß ja schon einige Dinge. Man weiß den Übertrag, man kennt den Übertragungsweg, man weiß, wie es kommt, dass eine Person angesteckt wird. Das geht über Tröpfchen von Nasensekret oder Speichel, der übertragen wird von einer Person. Deshalb muss man diese Abstandsregeln einhalten und sich die Hände desinfizieren und sich nicht dauernd ins Gesicht greifen. Das weiß man schon. Was wir nicht wissen, und das ist das große Rätsel, welcher Prozentsatz der Bevölkerung hat dieses Virus schon durchgemacht? Es gibt Theorien, die sagen, dass es gerade bei jüngeren Leuten praktisch symptomlose Ansteckungen gibt und die spüren es nicht mal selbst.
aber sie können es trotzdem weitergeben in der Phase, in der sie infiziert sind. Und das sind Theorien. Aber diese Theorien müssen jetzt bewiesen werden, und beweisen kann man die am besten, indem man Antikörpertests macht. Der Körper bildet ja, wenn er die Infektion durchmacht, Antikörper. Und jetzt kann man die nachweisen, oder in Bälde wird das möglich sein. Und dann möchten wir mal durchtesten, Stichproben und schauen, wie verbreitet war dieses Virus oder wie verbreitet ist dieses Virus heute. Und je mehr Personen schon diese Ansteckung mitgemacht haben, desto besser, weil dann haben wir eine größere Zahl Menschen, die schon immun ist. Und das erschwert dem Virus das weitere Ausbreiten, weil diese Personen dann nicht mehr als Transporteure in Frage kommen können. Wenn wir Teile von Virus, wo man dann auseinander nimmt und versucht, um das erforschen, oder? Ja. Hm. Ich möchte noch mal zu den Maßnahmen kommen, beziehungsweise zu den Überlegungen, wie man diese dann lockert. Sie haben jetzt selbst angesprochen, dass dann vielleicht Masken irgendeine Rolle spielen könnten. Wir sehen das jetzt gerade seit heute auch in Österreich, beziehungsweise dass die kommen, die Maßnahmen werden noch nicht gelockert. Wie weit sind wir da eigenständig? Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir können nicht die Geschäfte für Elektrogeräte wieder aufmachen, wenn die Schweiz die noch zulässt. Also sind wir da wirklich auch an die Schweiz geknüpft? Wir binden uns an die Schweiz aus zwei Gründen. Erstens möchten wir im Gesundheitswesen, und das sind ja sanitätspolitische Maßnahmen, auch parallel uns mit der Schweiz entwickeln, weil wir werden auch die Schweizer Intensivabteilungen brauchen müssen, wenn es so weit kommt. Und dann möchten wir uns nicht den Vorwurf aussetzen, wir hätten da liederlich gehandelt. Das darf nicht sein. Das Zweite ist, wenn wir die Geschäfte wieder öffnen, und in der Schweiz sind sie geschlossen, die Grenzen sind ja immer noch offen, dann gibt es einen Run und dann haben wir Volksanstürme, also Volksaufläufe in diesen Elektroläden. Und das wäre auch genau zweckwidrig. Das soll ja genau nicht sein. Aber wir machen uns natürlich eigene Gedanken. Wir sitzen nicht nur da und warten, was die anderen machen, sondern wie wir es auch bei den Schulschließungen gemacht haben, das haben wir eigenständig verfügt. Es war praktisch zeitgleich, aber das war eine eigenständige Entscheidung Liechtensteins. Und auch einige anderen Maßnahmen waren eigenständig. Noch mal kurz zu den Masken kommen. Das ist ja jetzt wirklich sehr stark diskutiert. Und es ist da auch, also die Landtagsabgeordneten der DPL haben ja da auf sich aufmerksam gemacht, dass sie jetzt eine Sammelbestellung machen möchten in China. Wie bewertet die Regierung diesen Vorgang? Und ist man auch selbst dabei, solche Masken zu beschaffen? Und hat die DPL vielleicht auch vorab bei der Regierung gefragt, ob sie da behilflich sein könnte? Wir sind dabei, Masken zu beschaffen. Wir beschaffen Masken für das Gesundheitswesen und die Leute, die im Einsatz sein müssten, so in Blaulichtorganisationen oder so. Wir beschaffen keine Masken für die Supermärkte oder sowas. Das ist meines Erachtens einfach Aufgabe des Handels, diese Masken zu beschaffen und eben sie dann den Kunden abzugeben. Und wenn die Kunden eine Nachfrage stellen, dann wird das Angebot auch kommen. Die DPL übernimmt jetzt so eine Aufgabe, dass sie diese Masken einkaufen. Sie wird sie nicht gratis abgeben, davon gehe ich aus, sondern wird sie halt dann verkaufen zum Preis, den sie auch bezahlen muss. Und das ist eine Maßnahme, zu der ich sage, ja gut, kann man machen. Wer Masken tragen will, soll es machen. Wir schreiben keine Maskentragpflicht. Wir führen keine Maskentragpflicht ein. Also wir haben es bisher noch nicht gemacht. Man muss aber auch sehen, es ist nicht einfach in dieser Zeit, Masken in guter Qualität aus seriösen Quellen zu erhalten. Wir bekommen täglich Angebote, sehr, sehr viele Angebote. Und da müssen wir die Qualität prüfen. Das ist nicht einfach, weil diese Zertifikate sind für uns nicht sehr gut prüfbar. Und zweitens, die Preise sind sehr, sehr hoch. Das muss man auch sehen. Und manchmal sind diese Quellen auch nicht so wahnsinnig seriös. Weil jeder glaubt, er könne auch noch mitmachen in diesen Dingen. Und das ist eben unsere große Schwierigkeit. Wenn ich hier noch ergänzen darf, ist es uns in der Zusammenarbeit sehr wichtig, dass wir ein übergeordnetes Ressourcenmanagement gemeinsam betreiben.
das Amt für Bevölkerungsschutz koordiniert dieses Ressourcenmanagement. Und dabei ist es sehr wichtig, dass man die Schutzmaterialien, die jetzt auf der ganzen Welt sehr knapp sind, gemeinsam eben wirklich schaut, wo können wir die zu guter Qualität besorgen, aber vor allem auch, wie können wir die verantwortungsbewusst und gezielt dort zum Einsatz bringen, wo sie wirklich dringend benötigt werden. Und das ist unsere Aufgabe, der wir uns tagtäglich stellen und uns auch aktiv damit beschäftigen. Vielleicht noch zur allgemeinen Versorgungslage. Der Bundesrat hat ja heute Maßnahmen unter anderem zu Lebensmittelimporten beschlossen. Muss man sich um die allgemeine Versorgung in irgendeiner Weise Sorgen machen? Ich habe bereits mehrfach ausgeführt, dass wir auch im Bereich der wirtschaftlichen Grundversorgung sehr eng mit der Schweiz zusammenarbeiten. Auch dort gibt es im Rahmen von Verträgen, die wir mit der Schweizer Eidgenossenschaft haben, Grundlagen, die sicherstellen, dass wir hier in die allgemeine Versorgung mit eingebunden sind. Und wir können klar festhalten derzeit, dass die Grundversorgung für die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner weiterhin sichergestellt ist. Noch eine letzte Frage. Die St. Galler Regierung will ja die Schulen spätestens im Juni wieder öffnen. Ist das realistisch? Und falls nicht, wann entscheidet die Regierung über die Fortsetzung der Schulschließungen? Die Schulschließungen waren eine von vielen Maßnahmen. Wichtig dabei ist, dass unter der Leitung des Stabes vom Gesundheitsminister hier alle Maßnahmen koordiniert werden. Wir haben uns vor diesem Entscheid sehr intensiv miteinander ausgetauscht und diskutiert. Und es wird auch bei der Thematik, wie gehen wir wieder in einen geordneten Übergang in den Präsenzunterricht über die gleiche Situation sein. Wir können heute nicht sagen, wie sich die Lage entwickelt. Sie haben alleine von meinen Ausführungen heute, die wir gemäß den Entscheidungen, die wir im Bildungsbereich gemacht haben, gesehen, dass wir uns verantwortungsvoll damit auseinandersetzen, was wäre, wenn es länger gehen würde. Aber auch versuchen, den Eltern und Kindern den Druck wegzunehmen, der sie in dieser schwierigen Situation begleitet. Und ich glaube, wie bereits ausgeführt vom Gesundheitsminister, wir können heute nicht sagen, wie lange das es geht. Aber was wir sagen können, ist, was wir alles in unserer Kraft Liegende tun, dass wir die momentane Situation so gut wie möglich mit Rahmenbedingungen unterstützen können im Bildungsbereich. Deshalb zum Beispiel auch dieses Ferien- oder Fernangebot während auch der unterrichtsfreien Zeit, dass wir uns aber auch wirklich weitergehend damit beschäftigen, dass kein Kind unter dieser Situation leiden soll, also kein Kind wiederholt eine Schulklasse. Jedes Kind bekommt ein Zeugnis und wir versuchen, alle vorhandenen Abschlüsse sicherzustellen. Was man vielleicht auch bemerken muss, ist, als wir die Maßnahmen ergriffen hatten, hatten wir keine Zeit. Wir haben gesehen, dass die Ansteckungen sich von Tag zu Tag in Schweiz und Österreich um über 30% zugenommen haben. Das ist ein exponentielles Wachstum. In diesen Situationen hat man keine Zeit. Da muss man einfach handeln. Aber für die Aufhebung der Maßnahmen, da haben wir Zeit. Und das können wir uns gut überlegen und gut anschauen. Und wenn wir nach Ostern über die Situation nachdenken, dann haben wir sehr viel mehr Informationen, als wir sie heute haben. Und einfach, man muss sich im Klaren sein, wenn wir Maßnahmen aufheben, gehen wir Risiken ein. Und wir müssen diese Risiken kalkuliert eingehen. Und wir lernen jeden Tag dazu. Und wir werden bis in ein, zwei Wochen sehr viel mehr wissen, als wir heute wissen. Und das hilft uns natürlich dann bei diesen Überlegungen ganz besonders. Also es ist eine andere Situation als diese Situation, in der wir praktisch jeden Tag, auch an den Wochenenden, Maßnahmen beschließen mussten in der Regierung. Du hast noch betreffend Grundversorgung, da ist
also das sind ja die Geschäfte für die Grundversorgung quasi, sind noch geöffnet. Und da gibt es auch immer wieder verwirrende Momente, sage ich jetzt mal. Heute ein Beispiel aus einem Lebensmittelgeschäft in Liechtenstein. Da waren Socken, Unterwäsche und Küchenbedarf zwar vorhanden, aber abgesperrt, das durfte man nicht kaufen. Sehr wohl kaufen durfte man Kleiderbügel und Osterdekoration. Gibt es da irgendwelche Vorgaben, Leitlinien, die die Regierung da vielleicht auch geben kann, den Geschäften, wie man da vorzugehen hat? Weil ich, also persönlich denke ich jetzt, Socken oder eine Kelle gehört vielleicht schon zum Grundbedarf, aber Osterdekoration bei mir jetzt nicht. Ja, es gibt im Leben immer Unschärfen. Es gibt eine Verordnung, die gibt vor, was es ist, aber das Leben ist eben nicht so trennscharf. Und dann diese Umsetzung, also wir fangen jetzt, sofern wir nicht einen groben Missbrauch sehen, nicht an, die Polizei in jedes Geschäft zu schicken, um zu schauen, ob man dort vielleicht noch einen Kleiderbügel verkauft. Manchmal passiert halt was, aber wenn das im großen Stil dann so käme, dass die Leute sich an den Wühltischen streiten um Aktionsware und sich dann eben nahe kommen, das sind die gefährlichen Momente. Solange die Abstände eingehalten werden und alles andere hygienisch passiert, dann muss man sagen, ja, es gibt da gewisse Dinge, die vielleicht nicht ganz so, wie sie sein sollten, aber sie stellen keine extreme Gefahr dar. Das ist mitunter auch der Grund, warum wir immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die Grundversorgung sichergestellt ist und dass diese getätigten Hamsterkäufe eher kontraproduktiv sind, weil dann genau das passiert, was der Gesundheitsminister ausgeführt hat. Viele Leute, einen Ansturm auf einen Ort, erstens und zweitens natürlich auch das, was wir immer wieder auch von der Bevölkerung hören, von Menschen, die eher sehr vorsichtig sind und wirklich nur noch dann aus dem Haus gehen, wenn sie einkaufen müssen und sagen, sie müssen fünfmal ins Geschäft gehen, bis sie gewisse Produkte bekommen. Und deshalb ist es wirklich nochmals die dringende Bitte, dass man einfach das Konsumverhalten wie vorher weiterhin in einem dosierten Ausmaß tätigt. Nur ist natürlich mit diesen Maßnahmen ganz speziell die Frühjahrsmode vorbei, die ist dann gelaufen. Die Gärtnereien, das hat man gesehen in Holland, die fahren mit den Backern rein und nehmen diese Setzlinge und entsorgen sie und so weiter. Das ist keine so einfache Sache. Ja, der Schaden für die Wirtschaft ist riesig, aber wir machen das ja, um Menschenleben zu retten. Würden wir nichts machen, hätten wir sehr bald Zustände wie in Norditalien. Davon bin ich überzeugt. Und das müssen wir eben mit aller Kraft abwenden. Hier kann noch ergänzt werden, dass wirklich der Bevölkerung in Liechtenstein großer Dank gebührt. Die liechtensteinische Landespolizei ist ja beauftragt, auch zu beobachten, wie die von der Regierung getroffenen Maßnahmen eingehalten werden. Und wir können wirklich festhalten, dass es sich, wenn dann, um Einzelfälle handelt, wo es Verstöße gegen diese Maßnahmen gibt. Und die Landespolizei bedankt sich wirklich auch. Sie hat ja die Kampagne gestartet mit dem Motto: Wir gehen für euch raus, bitte bleibt ihr für uns daheim. Und das funktioniert wirklich sehr gut und deshalb auch hier nochmals großen Dank für das Einhalten der Maßnahmen. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich Ihnen allen für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.